Herrschaften, willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Ich habe das letzte Mal noch einen Zug fertig gemacht und habe jetzt auch meine Truppen neu bewegt. Dabei habe ich schon einmal einen ersten großen Schwung an Truppen nach Patney gebracht, um von dort nächste Runde vielleicht bereits Chelsea anzugreifen. 4 Milizen, 2 leichte Kavallerie, das könnte sogar in etwa hinkommen, wenn wir bedenken. Wenn wir Chelsea erobert haben, stehen wir nur noch eine Provinz vor Deneb, der Hauptstadt von Deneb. So könnten wir Deneb relativ schnell aus dem Krieg rauswerfen. Schauen wir mal, was passiert. Auf jeden Fall nächste Runde werden wir Chelsea angreifen. Werden dann die, sollten diese Truppen hier in Ordun, die gerade noch heilen, dann mehr oder weniger fertig sind, sollten wir zurückholen. Auch nach Putney oder Putney oder keine Ahnung wohin. Und dann übernächste Runde quasi Deneb angreifen. Übernächste Runde in 3 Runden. Schauen wir mal, ob das so schnell hinheuert. Okay, fangen wir mal an. Ist die nicht da eh drinnen? Ja. Das ist da direkt an der Grenze. Gut. Ja, das sind Schiffe. Und ja, wir können das nicht weitermachen. Zinlu, offer 6 Units. Yep. Was? Ah, ich habe zu wenig Schiffe. Mist. Ich habe kein Holz gekauft jetzt. Ärgerlich. Und vor allem auch keine Kohle. Gut, aber ich habe wieder ein paar Clipper dazu gebaut. Gut, du bleibst stehen. Du schaust dir die nächste Gegend an. Du bleibst stehen. Hier. Oh, warte mal. Du bleibst hier. Und du gehst daher. Ihr bleibt noch eine Runde stehen. So, da hat jetzt keiner angegriffen in Kartei. Und es schaut auch nicht so aus, als wollte hier irgendjemand anlanden. Okay. Ah, vielleicht sollten wir da noch ein oder zwei Infanterie zudem dazustellen. Aber wir müssen jetzt dann eh bald wieder sowas in die Richtung kaufen, nachdem wir jetzt keine Kohle gekriegt haben. Bleibt uns eh nichts anderes übrig, als mit den Waffen, die wir produziert haben, eher Infanterie zu bauen. So, schauen wir mal. Na, das schaut so aus, als wären da wirklich nur zwei Hütchen drinnen. Was haben wir da als Truppe? Reicht das aus? Ich hoffe es. Werden wir dann schon sehen. Wenn es zu viele sind, können wir ja gleich fliehen. Aber ich glaube eigentlich, das sollte funktionieren. Und wenn wir Chelsea in unserem Reich haben, bist du wahnsinnig, das gibt ja noch ein wunderschönes Dings. Da haben wir Kohle, da haben wir Holz noch, da haben wir Baumwolle zum Umfallen. Ist das schön? Na gut. So. Ja, wir brauchen mehr Holz. Gut.
Eins runter und eins rauf. Die zwei bauen wir. Das bauen wir aus und dann bauen wir noch drei von denen. So, das haben wir ausgebaut. So, 28 Arbeitskräfte hier. Puh. Noch ein paar von den Dingen. 42, 21, 20. Ah, sehr gut. Da haben wir noch einen ziemlichen Überschuss, den wir heimholen. Ich überlege gerade, können wir davon wieder noch ein paar produzieren? Yep. Ah. Nummer 2. Noch mehr Transportkapazität. Das ist wichtig. Lassen wir das mal mit der Wolle, diese Runde. Ach so, nein. Wir können eh wieder Wolle auch kaufen. Ich sehe gerade. Ich sehe gerade, wir haben eh wieder gute Transportkapazität und wir haben da relativ wenig zu kaufen. Na dann, nächste Runde. Ja. Ja, 74. Das schaut gut aus. Nein, wir wollen es gerne selber. Ah, sehr gut. Nicht wirklich gute Truppen, die hier stehen. Wir sind zwar jetzt nicht großartig viele Leute, aber das sollte eigentlich reichen. So, das waren die zwei Schüsse, die haben wir abgekriegt. Passt. Und für sich müsste das jetzt dann beides hinüber sein, ja. Du bleibst stehen, du bleibst stehen. So. Schade, die beiden Artillerien sind weggekommen. Und wir werden hier angegriffen, ist okay. Stellt das mal auf. Er greift mit etwas Stärkerem an, als er dort stehen gehabt hat. Puh. Fangen wir mal daher.
Tschüss. Tschüss. Feiglinge, bleibt hier. So, meine Güte, sie sind davon gekommen, das ist sehr ärgerlich. Nein, sie greifen ja doch noch meine Provinzen hier an. Ach weh, ach je, meine. Tja. Jetzt greifen die doch klar Tuschen an mit Deneb. Ha, aber es war Deneb, das ist gut. Das ist gut. Weil Deneb wollen wir jetzt sowieso außen nocken. Gut. Na, du schaust dich weiter um hier. Ich überlege gerade, können wir Hurschen da unten unterstützen? Mit Truppen. Vielleicht schicken wir einfach Truppen nach Hurschen. Oh, da können wir ja auch aufrüsten, sehe ich gerade. Gut. Bretter ist gut. Da holen wir auch wieder ins Meer rein. Noch ein bisschen Überschussholz. Ein bisschen Überschussessen. So, die restlichen Pferde. Können wir eine Ironclad wieder bauen? Nein, wir haben zu wenig. Zu wenig. Waffen. Aber an und für sich müsste es schon gehen. So, wo ziehen wir 6? Da werden wir auch ausrüsten, mal aufrüsten mal wieder. Na, das passt so. Jetzt auch mal. Mehr Transportkapazität. So, können wir noch ein paar. Ah, warte mal, wir könnten diese Dinger hier bauen. Nein, können wir nicht. Die Kohle ist viel zu wertvoll. Als dass wir sie dafür ausgeben wollen. Obwohl andererseits. Ah, das ist besetzt hier. Das ist blockiert, der Hafen. Deshalb kriegen wir noch nichts davon.
Wir müssten eigentlich rein theoretisch bald hier Kohle kriegen. Sind das die Leute, die nur tun? Ja, schauen wir mal. Wie schaut es aus bei euch? Ihr schaut es eigentlich relativ geheilt aus. Das heißt, ihr geht einmal daher nach Chelsea. Okay, einen können wir nicht mitnehmen. Den lassen wir da. Den, der vielleicht noch nicht geheilt ist, ganz. Einen von den Scouts, dich. So, dann schauen wir da mal nach. Oh, da landen wieder Leute an. Sie versuchen es zumindest. Das heißt, hier geht es einmal daher. Ist das auch ein Beachhead? Nein. Foreign Fleet Report. Beachhead Report. Chat Report, sehr gut. Es freut mich, dass ihr daher gegangen seid, weil da kann ich nämlich zu Fuß hingehen mit dieser Armee. So. Ja, diese Truppe sollte auf jeden Fall mal rasten. Weil wer rastet, der rastet sich aus. Du bleibst auch noch da. Gut, das gefällt mir nicht. Was fällt euch ein? Okay, jetzt sitzt da schon wieder eine Monster Navy oder wie? Zwei Ironclads. Ein Ship of the Line. Na meine Güte. Accept, 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 accept. Wir nehmen alles. Ha. Wir haben zwei Ironclads versenkt vom Patagon. Und wir haben eine von denen versenkt. Ausgezeichnet. So, du bleibst stehen, du schaust dich weiter um. So, du wirst jetzt Folgendes machen. Du wirst einfach das da verbinden. Und du verbindest Banbury ebenfalls noch. Du bleibst stehen. Haben wir noch irgendwas da zum Ausbauen? Naja, ja, eigentlich alles. Du kannst da unten ausbauen, das kommt billiger. Ha, du kannst da ausbauen. Wir haben hier noch so einen, den werden wir vielleicht auch nach Huischen bringen. Den liefern wir hier ab. Was ist mit euren Beachheads? Habt ihr vor, sie auch zu verwenden oder sind die Schiffe einfach nur da? Nicht so, als wollten sie es verwenden.
Na gut, dann bleibt sie mal da. Wie schaut das bei euch aus? Seid ihr halbwegs soweit? Können wir diesen Angriff wagen? Der hat jetzt drei Typen drinnen stehen. Eine leichte und eine schwere Artillerie, sagt er mir. Und sechs Regular. Also wenn es wirklich nur zwei Artillerien sind, dann ist es nicht so schlimm. Sollen wir das wagen? Aber ja, wir wagen es. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir haben da 10 Artillerien dabei. Was soll schon viel passieren? So, nein, warte mal, bevor wir das machen. Nehmen wir da noch eine Ironclad bauen. Gut, das heißt, wir können nichts aufrüsten dort. Das wollte ich nur wissen. Dann bleibt sie mal da stehen, derweil. So. Da haben wir noch einen Stuhl mehr. Davon mehr. Davon nehmen wir jetzt auch wieder mehr mit nach Hause. Weil wir haben ja, glaube ich, das da. Nein. Oh, das haben wir gar nicht ausgerüstet. Das da haben wir verbessert. Können wir das als nächstes machen? Machen wir nur. Ja, oh ja. Nein, machen wir nur zwei. Nächste Runde werden wir einen von denen zu einer Artillerie machen. So, da sind wir voll. Da sind wir voll. Voll. Voll, voll. Das Restliche wird hier verbraucht. Brauchen wir da kein Holz mehr dafür. Gut. Ah ja, wir kaufen einfach alles weiter. Wer weiß, falls uns wieder was gekapert wird, dass wir ein bisschen einen Puffer haben. So, Deneb, mit etwas Glück bist du jetzt gleich Geschichte. Und drücken wir die Daumen. Ich weiß, da ist eine Flotte, aber die ist uns egal. Was ist das? Hätten uns aber nicht egal sein sollen. Wir hätten. Ah, nein, den müssen wir. Ja, sehr gut. Er hat praktisch nichts in seiner Hauptstadt stehen. Die sind Gemüse. Und hinüber gleich. So, dann setzen wir die wieder da hinten hin. So, was? Also wir haben definitiv zu viele von diesen Dingern. Wir sind echt voll. So, es sind nur zwei. Wir können sie rein theoretisch, könnten wir sie schon. Diese Runde, glaube ich, K.O. schießen. Aber ich glaube, wir warten trotzdem auf die nächste Runde. Einfach deshalb, weil
Ich ganz gerne. Das Ganze etwas lockerer hätte. So, zwei Schüsse. Eins. Ah, okay. Wird nicht mehr, weil der andere schon geschossen hat. Ah, das war blöd. Nicht den hätte ich vorschicken sollen. Idiot. Ja. Bis daher. Du gehst daher. Du gehst daher. Ja, was soll's. Und feuerfrei. So, ab jetzt ist es ein Gemetzel, würde ich fast sagen. Weil sobald die da rauskommen, sind sie Toast. Vielleicht sollten wir wirklich warten, bis sie rauskommen mit denen. Gut, Kavallerie. Hotte Hü. Normalerweise ist es. Ah, Mist, jetzt habe ich daneben geschossen, oder? Echt jetzt?
So, ich glaube, er ist aber jetzt erledigt. Ich glaube, wir könnten das so machen. Oh. Achso, das sind nicht meine eigenen. Ich dachte, er hatte noch eine Kavallerie, die ich nicht gesehen habe. So, 10 Units hat er verloren. Wir haben nichts verloren. Deneb greift uns in Deneb City an. Okay. Oh. Oh. Das ist ja mal ein Zarzheer. Da sage ich aber jetzt nichts mehr. Das heißt, das ist die eigentliche Schlacht, die hier stattfindet. Der hat alles irgendwo gehabt und hat jetzt alles zusammengezogen, um daherzukommen. Puh. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wir könnten natürlich alles stehen und liegen. Wir könnten alles so stehen lassen. Und wenn sie näher kommen, schießen wir sie ab. Weil sie haben eigentlich da hinten die Artillerie. Schießen wir weiter mit dem Fort? Ich glaube, dass wir fast weiter schießen mit dem Fort ein wenig. Das ist gar nicht einmal so einfach jetzt, wie wir das machen. Dicken müssen sowieso näher kommen. Na gut, mit dir kann ich sowieso nichts machen. Oder gehen wir raus und versuchen wir wirklich alles zu erledigen einfach. Das war ein Fehler, dass ich mit dem rausgegangen bin. Ah, verdammt. Das Ding kann noch schießen. Das aber nicht mehr. Oder? Nö. So. Das auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Autsch. So. Da ist noch eine dicke und da ist noch eine dicke, die können nachher auf uns schießen. Ach, Gott sei Dank, er flieht. Heißt das, wir könnten ihn ignorieren? Wenn er jetzt flieht. Nein, du Idiot. Jetzt habe ich auf meine eigene Dings geschossen. Gibt's das? Also, ja, es gibt's offensichtlich, aber.
Gut. Au. Okay. Wir haben zwar jetzt, glaube ich, zwei Scouts verloren in dem Kampf, aber wir scheinen insgesamt doch relativ gut abgeschnitten zu haben. Gut. Okay. Gut, ich glaube, das können wir so machen. Ist gleich gescheiter. Okay. Gut, damit dürfte Dene besiegt sein. Du warst zu langsam, Dene. Nimm das. Ich frage mich allerdings jetzt, ob die Truppen, die ich da zurückgeschlagen habe, irgendwo in seinen Provinzen rumlungern und darauf warten zu kämpfen. Oder, keine Ahnung. Deneb Falls. Haha, congratulations, Your Excellency. Your wise industrial policies have spurred the growth of the hamlet of Deneb City into a village. Tja, besser als ein Village ist es halt nicht. You will see the new materials produced there on the transport ledger. Sehr gut. The growth of Taraval has grown into a town. Sehr gut. Und eine Ironclad. Das macht jetzt sehr viel weniger Probleme. Durch das, dass wir denen bloß sind, ist einer der wichtigsten und bösartigsten Gegner von uns weg. So, puh. Du bleibst noch stehen. Da ist jetzt keiner mehr. Schau an, die ganzen Flotten von Deneb sind weg. Ha! Ist das großartig? Ja, es ist großartig.
Das heißt, ihr könntet zunächst einmal hierher gehen. Du gehst danach. Ihr seid ein bisschen lediert. Vielleicht sollten wir euch auch trennen, das heißt zusätzliche Armeen draus machen. Zunächst einmal, achso, nein, zunächst einmal bleiben wir mal stehen und heilen uns. So, und da. Achso, warte mal. Diese Leute gehen auch darüber. Wie geht's euch? Nicht so gut. Ihr fahrt einmal da in den Hafen. Und du bleibst auch im Hafen dabei einmal. Wow, super, mehr Kohle. Mehr Eisen. Zu wenig Transportkapazität. Erneut. Wahnsinn. Boah, ist das toll. Ist das toll. So, jetzt können wir eigentlich. Können wir eigentlich das da auch gleich ausbauen? Und jetzt haben wir wieder zu wenig Leute wetten. Wie gesagt, wir machen da ein Dings. Wandern wir alle um. Ziehen wir voll, voll. Okay. Machen wir. 37 da wäre er mal da voll, voll, nicht voll. Gut, und dann machen wir noch einmal 5 Leute dazu. Ist aus dem Spiel. Das erkennen wir daran, dass es jetzt schwarz gerendert ist. Aber sie sind noch im Krieg mit mir. Aber die Gebiete, die ihnen gehört haben, sind jetzt nicht mehr ihre Gebiete. Yay! Zazitveld und Wodan. Und Idolon. Gibt es da irgendjemanden, der zu irgendjemandem eine Bevorzugung hat? Nein. Sazi und Twelt, schauen wir uns jetzt einmal an. Was hat Twelt? Gold. Aber sonst nix. Was hat Sazi? Eisen und Gold und Edelsteine und Dings. Okay, Sazi kriegt schon mal uns. Das heißt, wir werden jetzt einmal. Ich meine, das können wir so oder so bei allen machen. In Zazit, Welt, Idolon und Wodan mal sowas setzen. Und nächste Runde kriegen die dann noch eine Botschaft. Haxako, Haxako, Odustan und Patagon. Okay. Auf jeden Fall, sobald wir dann die
na, Botschaften haben. So schnell müssen, so schnell können wir dann gar nicht mit dem, mit unserem Kapitalisten darüber und das ganze Zeug wieder aufkaufen. Na gut, soll sein. Auf jeden Fall, Herrschaften, ich wünsche euch eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.